Jo, herzlich willkommen zurück. Im letzten Teil musste ich gerade leider feststellen, ich hätte eine Testaufnahme erstmal machen sollen. Irgendwie ist mir der Spielsound abhanden gekommen und nur meine Stimme ist vorhanden. Ist natürlich doof wegen den Videosequenzen. Aber ist nicht sehr viel passiert. Diese Panther meint halt nur in der Kantine, wir müssen da irgendwie was Besseres zu tun haben, als Leute umzubringen, weil wir ja beide Piloten sind quasi. Man spielt ja eben den Blair und ja. Ist jetzt ein bisschen doof. Aber die letzte Mission war jetzt auch nicht die, die ich dachte, dass sie das wäre. Und ja. War jetzt nichts Besonderes. Ich musste eigentlich nur so ein paar, ja, wie so Transporter halt beschützen. Vor Zerstörern, die halt Raketen da drauf losgeschickt haben. Und ja, ging ja gut, wie man gesehen hat. Naja. Eine unserer BEKs. BEKs? Bemannte Einschleusungskapseln. Ein kleines Spielzeug, das ich vor einem Jahr aus einem konföderierten Testlabor entwendet habe. Nie davon gehört? Natürlich nicht. Es dauert ewig, bis die Kerle eine neue Technologie freigeben. Das liegt an deren Sicherheitsvorschriften. Das ist aber nichts für klaustrophobische Typen. Ja, sie ist ziemlich eng. Die Kapsel muss klein sein. Nur so kann man die Leute an Orte bringen, für die ein Shuttle zu groß oder zu auffällig wäre. Sehen Sie das? Darauf landet man am Ziel. Dann schneidet man mit einem Laser ein Loch rein und krabbelt raus. Wie wird sie abgeschossen? Wie eine Bilderkennungsrakete. Der drinnen ist, muss aber erst die Sicherung lösen. Dann ist er mit minimaler Steuerung auf sich selbst gestellt. Minimal? Genug, um ans Ziel zu kommen und so weit zurückzufliegen, dass man die Kapsel einholen kann. Das Ding wird an einer Aufhängung zurückgezogen. Dann kann man sie wieder abfeuern. Erstaunlich. Ja, manch ein Videowechsel ist, naja. Seien wir froh, dass es überhaupt läuft auf einem modernen Rechner hier. Ja. Ich zeige Ihnen noch was. Die Kilrathi waren uns in der Tarnung immer überlegen, stimmt's? Dann wurde die Excalibur entwickelt. Bin leider nie an eine rangekommen. Also habe ich in meiner Freizeit rumgebastelt und dabei kam dieses kleine Ding hier heraus. Es kann sie nicht für eine Ewigkeit tarnen, aber es schützt sie vor dem feindlichen Radar. Gibt's irgendwelche Nachteile? Naja, nichts ist perfekt, richtig? Nummer eins, es braucht ein sehr seltenes Kristall mit einer kurzen Halbwertzeit. Es funktioniert also nicht sehr lange. Das bedeutet, man verliert vielleicht die Tarnung zu einer verflucht ungünstigen Zeit. Und Nummer zwei? Nummer zwei. Es gibt nur eins davon. Ein Flügelmann, der ungetarnt ist, bringt nichts. Wer es benutzt, ist auf sich allein gestellt. Ziemlich dämliche Taktik. Können ja einer ablenken, ne? Theoretisch. Ich kann diesem Typ nicht vertrauen. Das kannst du knicken, Kumpel. Nix da. Nicht uninteressant, aber ohne Flügelmann? N-n. Nicht ohne unverwundbar zu sein. Ich wollte ja normal spielen.
Da muss ich ihn jetzt enttäuschen. Sehe ich aus wie ein Testpilot? Nein, aber Sie haben wie ein Pilot mit Rückgrat gewirkt. Man soll eben nie nach dem Äußeren urteilen. Hat ihm nicht gefallen, aber na gut, was soll's. Will ja hier nicht am laufenden Bande nur verrecken, dann macht keinen Sinn hier. Das funktioniert nicht. Ich darf vielleicht in Zukunft mal ein bisschen Schnippel dran, weil anders lässt sich das nicht machen hier anscheinend. Passt jetzt gut auf. Kriegen Sie es mit der Angst zu tun? Ihr Einsatz? Oh, nicht mehr? Er will nicht mehr setzen. Sagen Sie mir, was Sie haben. Full House. Ich hab vier Königinnen. Vier Stück! Ich hab gewonnen. Damit haben Sie nicht gerechnet, was? Woo! Ja! Das darf doch nicht wahr sein, Vagabond. Doch, er hat gewonnen. Er ist nicht unbesiegbar. Maniac hat's bewiesen. Niemand ist das. Ja, ich weiß, ich bin ein großer Glückspilz. Die Glücksfee steht auf meiner Seite. Das finde ich gut. Vielleicht hätte ich schon früher überlaufen sollen. Ich kann es nicht fassen. Sie haben doch noch nie verloren. Also, wer ist der Nächste? Hey, hey, wo wollt ihr hin? Was ist? Blöder Arsch. So, gucken wir, wie das weitergeht hier. Aber jetzt kommt diese eine bestimmte Mission, die ich zuvor eigentlich mal dachte. Ja, und vorher musste ich ja dieses Schiff zerstören von den Konföderierten, ne? Das habe ich noch vergessen zu erwähnen, aber man hat es ja gesehen. Ich bin dann ja auf den Nachfolger der Victory, den musste ich dann ja zerstören und dann, naja. Diesen Paulsen umgenietet, der Typ. Ich weiß es mit Sicherheit, dass wir so nah an den fehlenden Daten sind wie noch nie. Ich bin bereit, Sir. Das Kommando der Grenzwelten schickt uns eine Einheit von Marines, aber sie können erst in 16 Stunden hier sein, solange können wir auf keinen Fall warten. Fordern wir unser Glück heraus. Nun, das Ziel ist eine orbitale Sendestation, die von Geschützminen umgeben ist. Hier liegt unser Problem. Eine Radarboje, die zweifellos im ganzen System Alarm auslösen wird, wenn sie es nicht schaffen, sie schnell genug auszuschalten können. Und deshalb hoffe ich, dass Pliers mit seiner Tarnung weitergekommen ist. Denn wenn sie an diesen Türmen vorbeikommen, können sie die Boje schnell abschießen und ihre Ladung abliefern. Wie bitte? Wie Sie wissen, hat Vagabond Spionageerfahrung. Er hat sich freiwillig gemeldet, um mit Lieutenant Sosa in die Station einzudringen. Mit den Einschleusungskapseln müsste es gelingen. Sie feuern die Kapseln über der Sendestation ab. Die beiden docken an, holen die Daten und sie sammeln sie wieder ein. Weil die Mission wegen ihrer Wichtigkeit streng geheim ist, fliegen Sie ohne Flügelmann, verstanden? Das habe ich, Captain. Ich verlasse mich auf Sie. Denn ohne diese fehlenden Daten haben wir überhaupt nichts in der Hand. Das ist eine Fehlentscheidung. Wäre jetzt so oder so ohne Flügelmann geflogen.
Das ist aber jetzt Kacke. Läuft ja gerade alles schräg hier in dem LP hier. Oh, verdammt, ey. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Ach du Scheiße. Doppelte A-Karte. Na ja, gut, aber soweit ich noch weiß, ist der Krempel eh ausgegangen. Insofern ist das jetzt nicht so wild, das hätte mir nämlich nicht wirklich was gebracht. Kannst du ja trotzdem mal versuchen mit STRGC? Ne, nichts mit unsichtbar. Na gut. Dann wollen wir das mal gucken, dass wir das erledigen hier. Ich bin Startklasse. Danke für den Flugpartner. Es hieß, es sind nur ein paar Sendetechniker hier. Sie werden sich verkriechen, sobald sie uns sehen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Auf sie kommen gerade jede Menge Patrouillen zu. Scheiße. Auf in den Kampf. Du Abschaum der Grenzwelt. Ja. Wir sind drin. Es gab einige Schwierigkeiten. Eine Videosequenz. Da muss ich nochmal gucken, das lief schon mal besser. Das kann ja nicht sein hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir sind auf Wachen gestoßen, die gut bewaffnet sind. Die Information war falsch. Beeilen Sie sich. Ah, noch mehr! Machen Sie schnell! Datenübertragung zu 60% abgeschlossen. 80%. Na los, komm schon! Datenübertragung abgeschlossen. Ich hab's! Laufen Sie mit eingezogenem Kopf da entlang. Ich werde Ihnen Deckung geben. Aha. Los! Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Mal einen guten Piloten verloren gerade. Aber ich werde starten. Ziehen Sie mich bitte rein. Mach das. Du Abschaum der Grenzwelten. Ich habe hier gerade ziemlich Stress. Schätzchen. Ah. Komm schon. Krieg dich. Ich weiß, dass ich dich kriege, Junge. Geh da rein hier. Was? Oh, noch welche? Im Ernst? Scheiße. Mach ich mal hier Maniac Style. Oh nee, ne? Jetzt habe ich keine Raketen mehr, ne? Schöne Scheiße. Jetzt habe ich aber die Arschkarte. Das war also keine gute Idee mit den Raketen. Nein!
Na komm schon. Komm in mein Visier hier. Jo. Na komm, dich hole ich mir auch noch. Du kannst aber einen drauf lassen. So. Das ist natürlich die Frage, wo hält sich sie da? Hält die sich jetzt auf mit ihrem BEK-Teil da? Erstmal darüber fliegen. Ach du Scheiße. Vermutlich da irgendwie, ne? Weil ich wahrscheinlich dieses eine Turret wenigstens loswerden hier. Oh, der Punkt da. Oben links. Dass die alle loswerden. Das machen die mich Stück für Stück runter hier. Ich die Station auch noch hochgejagt kriege. Beweismittelvernichtung hier. Wäre vielleicht keine schlechte Idee, aber erstmal lese ich die auf. Wo ist er denn? Da, ne? Ja. Shit. Wieso geht denn das nicht? Aha. Mission abgeschlossen. So. Mal gucken hier. Kann das Ding nicht noch kaputt kriegen hier? Jo, schnell weg, sonst kriege ich noch Schäden hier. Ah, man hat die Schilde gehört. Das war, glaube ich, nicht so gut. Aber no damage, alles cool. Benötige Landeerlaubnis. Alles klar, Junge. Kommen Sie rein. Ist er wieder cool mit mir? Dann ist er gut. Tja. Ärgert mich ein bisschen, dass das zwischendurch ohne Ton war, aber ich glaube, ich werde mir das irgendwie markieren. Dass ich das dann irgendwann nochmal nachträglich nochmal ersetze in der Playlist oder dazu schmeiße. Muss ich vorher dann nochmal gucken, welche Stelle und so. Wir sind hier, um uns von Lieutenant Winston Chang zu verabschieden. Er ist seinen Pflichten mit Herz und Verstand nachgekommen. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich ein Kollege dieses Mannes war. Ich bin glücklich, weil er mein Freund war. Vagabond, möge deine Seele von Stern zu Stern wandern. Thank you.
Tja, wie gesagt, einen guten Piloten verloren. Nicht so gut, nicht so gut. Aber na gut, das ist halt die Story. Da müssen wir jetzt mit leben. Irgendwas muss ich dagegen machen. Das geht mir auf den Keks. Das ist kein schönes Workflow, ja. Ihre Anwesenheit zur Taufe der Vesuvius wird ein großer Ansporn für die Crew sein, Senator. Sie ist ein beeindruckendes Schiff. Gibt es Neuigkeiten, was die Kämpfe mit den Grenzweltlern anbelangt? Ja, aber leider keine guten. Es geht um Verrat. Es ist wahrscheinlich, dass der große Held des letzten Kilrathi-Krieges übergelaufen ist zur Union der Grenzwelten. Wer? Übergelaufen? Er kackt ab. Es fällt mir schwer, das zu glauben, auch wenn er immer ein Hitzkopf war. Wer hat ihn dazu überredet? Was zum Teufel geht da draußen vor? Die Fakten, die ich sammeln konnte, sind nicht sehr informativ. Alles zerfällt. Das Zentrum hält nicht mehr. Bloße Anarchie ergreift jetzt die Welt. Die Besten haben Grund zum Zweifeln. Weil der böse Besitzer greift von uns und der Welt. Yates. Wissen Sie, wer hinter all den Problemen steckt? Eins steht fest, Senator. Die Grenzweltenmiliz wird von Tag zu Tag aggressiver. Wir müssen das ernst nehmen. Ich hätte nie gedacht, dass Blair so unüberlegt handelt. Verrat ist immer etwas Unverständliches. Wir müssen handeln. Die Zeit ist knapp, Admiral. In den Rat wurde inzwischen eine Kriegserklärung gegen die Grenzwelten zur Abstimmung eingereicht. Sie findet in 7 Tagen statt. Ein kompletter Bericht von Ihnen könnte diese Abstimmung entscheidend beeinflussen. Hoffentlich finden wir einen anderen Weg, als erneut Krieg zu führen. Schön wär's. Ja, schauen wir mal. Ich will ja nicht spoilern. Das wäre doof. Das war nicht meine Intention mit diesem Let's Play. Dann mache hier jetzt erstmal Pause.